Hallo, liebe Zuschauer, willkommen zurück zu Albion. Wir wollten Drier ausrüsten, der ist neu in unserer Party und auch mit ihm sprechen. Ja, wir sprechen ihn direkt mal an. Ihr möchtet mit mir sprechen, Tom? Ja. Erzählt mir doch ein wenig über eure Vergangenheit, Drier. Wisst ihr, Tom, ich möchte nicht verschlossen wirken. Das ist wirklich nicht meine Art. Aber lasst uns das auf später verschieben. Okay. Wo finden wir eurer Meinung nach den flüchtigen Mörder? Wir sollten in die Straßen der Stadt gehen. Vielleicht erwischen wir den Kerl noch dort noch. Ja, möglich. Kannst du irgendwas über deinen Beruf erzählen? Ich bin Mitglied der Stierik von Girena und ein ausgebildeter Kämpfer. Das ist sehr gut. Dann wirst du uns sicherlich gut helfen können. Wir könnten jetzt eigentlich mal dann direkt losgehen. Halt, Moment, ihn ausrüsten. Was hat er denn? Großer Iskai-Dolch. Was kann der denn? Schaden 3. Haben wir eine bessere Waffe dabei? Ein Kurzdolch. Macht Schaden 2. Ein Stich. Der macht Schaden 3. Ein Wurfdolch. Eher nicht. Ja, mit der Pistole weiß ich immer noch nicht. Ja, keine Ahnung. Kleiner Iskai-Schild. Den konnte... Der war nur für Magier, oder? Jikas-Magierin, genau. Ja, dann ist der im Prinzip schon gut ausgerüstet, so wie er jetzt gerade ist. Hast du noch Waffen dabei, Rainer? Du hast den großen Dolch, das Küchenmesser. Der sieht gefährlich aus, macht Schaden 4. Der große Dolch macht auch Schaden 4. Oh. Wie viel Schaden macht der Dolch nochmal, der große Iskai-Dolch? Schaden 3. Ja, weiß ich nicht, ob das viel Sinn macht. Hat denn noch den Iskai-Dolch? Der macht Schaden 2. Dann nimm mal das Küchenmesser. Macht das Sinn? Hallo? Warum geht das nicht? Untersuchen. Nahkampfwaffe. Okay. Der große Iskai-Dolch ist auch eine Nahkampfwaffe. Will er nicht. Warum machen wir denn jetzt Schaden 7? Klar, kombiniert. Schaden 3 plus Schaden 4 macht Schaden 7. Hat er jetzt zwei Waffen in der Hand? Beidhändig? Kann man das so verstehen? Geht das hier auch? Nee. Natürlich nicht. Oder führt er hier die Waffe hinten am Schwanz und dann in der Hand nochmal eine Waffe? Könnte man sich ja durchaus so vorstellen, oder? Zum Anführer machen. Okay, dann lasst uns mal weiterziehen. Wo ist denn hier der Ausgang? Hallo? Achso, hier unten. Manipulieren. Schwupp. Und raus. Oh, da kommt jemand. Driere. Der Mörder ist in der Nähe des Gildenhauses der Jikas-Magier gesehen worden. Eine Spur. Lass uns sofort zu den Jikas gehen. Ich mach nichts. Geht automatisch. Eiligen Schrittes laufen alle zum Gildenhaus der Magier von Girena, den Jikas. Der Mörder ist nicht mehr auf der Straße zu finden. Und so betritt man das Haus. Tom und Rainer sowie ihr neuer Begleiter Drier betreten das Gildenhaus der Jikas-Magier zusammen mit zwei Stierik, den hiesigen Polizisten. Sie begegnen als erstes Sira, der Tochter des ermordeten Akir, die zu der Gilde der Jikas übergelaufen ist. Okay. Habt ihr schon Nachricht vom Tode eures Vaters erhalten, Sira? Ja, ich hatte nicht einmal die Gelegenheit, noch einmal mit ihm zu sprechen. Oh Göttin, es ist... Wisst ihr, wer hinter dem Mord steckt? Ich traure mit euch, Sira. Nein, wir haben noch keine Spur. Es hieß aber, der flüchtige Mörder sei in der Nähe dieses Gebäudes gesehen worden. Naja gut, es war ein Mensch, also irgendwo sicherlich auffällig hier in dieser Welt. Fassir, das Oberhaupt der Jikas-Magier, kommt hinzu. Die ganzen Namen, die kann ich mir nicht merken, sorry. Zarimar, ich habe bereits von dem Mord an Akir erfahren. Was führt euch zu uns? Der Mörder ist in der Nähe eures Gildenhauses gesehen worden. Dürfen wir uns hier ein wenig umschauen? Aber selbstverständlich, wir haben nichts zu verbergen. Kommt. Es werden immer mehr. Die konnten mal alle mit uns ins Dungeon gehen. Vielleicht haben wir dann eine Chance. Da ist er, der Lümmel. Plötzlich taucht im Gang der Iskai in Begleitung eines Menschen auf. Plötzlich taucht im Gang ein Iskai in Begleitung eines Menschen auf. Es ist der flüchtige Mörder.
Als er Iskai seine Beobachter gewahr wird, wirft er ein leuchtendes Korn. Was wie eine Blendgranate, was? Alle brauchen einige Zeit, um nach dem blendenden Licht wieder etwas zu erkennen. Ich glaube, der Mörder ist nach Süden verschwunden. Hinterher. Stierik, nehmt diesen Komplizen fest. Verdammt. Er ist wieder durch ein Fenster entkommen. Ja, hinterher. Dria wendet sich an den Iskai, der die Blendung herbeigeführt hat. Nun gut. Wer seid ihr und warum habt ihr dem Mörder zur Flucht verholfen? Fassier, der Chef des Shikars, mischt sich ein. Sein Name ist Chris. Er war ein Angehöriger unserer Gilde. Chris, widerlicher Skorek. Wie kommst du dazu, dem Mörder bei uns Einlass zu gewähren? Aber Fassier, ihr selbst habt mir doch den Auftrag gegeben. Und nun wollt ihr mich opfern? Daraus wird nichts. Ihr selbst habt doch den Mörder bezahlt. Was? Bist du von Sinn? Dria, glaubt ihm kein Wort. Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Ich kenne diese Ursache der Feindschaft zwischen euch, Fassier, und dem verstorbenen Akir recht gut. Ein Motiv für den Mord habt ihr allemal. Nach all den Jahren soll ich ausgerechnet jetzt... Stierik, nehmt bitte Chris und Fassier in Gewahrsam, bis wir den Mörder gefasst und die Wahrheit herausgebracht haben. Mein Gott. Ein Intrigenspiel nach dem anderen hier. Dria, ich möchte mich zurückziehen. Ich kann nicht länger hier bleiben. Ich muss allein sein und über alles nachdenken. Dria wendet sich an Tom und Rainer. Wir hätten den Mörder fast gehabt. Verdammt, in diesem Haus ist er jedenfalls nicht mehr. Vielleicht erwischen wir ihn noch irgendwo in der Stadt. Gut, Dria, gehen wir. Nur noch eins. Was ist das für eine alte Geschichte zwischen Fassier und dem ermordeten Akir? Nun, kurz gesagt, Akir war einst mit Fassiers Schwester verheiratet. Auf einem Jagdausflug von Akir, Fassier und seiner Schwester, auf dem Akir trotz schlechten Wetters bestand, kamen sie ums Leben. Fassier gab Akir die Schuld an dem Tod seiner Schwester. Und das ist die Wurzel ihrer alten Feindschaft. Lass uns nun die Stadt absuchen. Okay. Mal kurz einen Schluck trinken. Übrigens diesmal heute grüner Tee mit Zitrone. Ist die Frage, müssen wir jetzt wirklich in die Stadt? Ist das irgendwie zeitkritisch oder haben wir noch Zeit, uns umzuschauen hier? Auf dem Schild steht Raum der GKs. Whatever. Wir haben da bestimmt noch schönes Zeug, was wir mitgehen lassen können hier. Oder irgendwelche, weiß ich nicht, Heiltränke oder sowas. Gucken wir uns mal hier in Ruhe um. Wer bist du? Sarimar, Jäger von Akirs Mörder. Lasst mich euch versichern, dass wir nichts mit der Ermordung Akirs zu tun haben. Chris, dieser Verräter, ist mit Sicherheit bestochen worden, um Fassier, unser Oberhaupt, in Verdacht zu bringen. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Oh, was haben wir hier? Eine Kommode. Haben wir die nicht manipulieren können? Interessiert mich das nicht. Was haben wir denn da Schönes? Diverse Kräuter. Ja, die nehmen wir nochmal mit, oder? Das ist was. Egal, wir haben es. Aufnehmen. Alles aufnehmen. Zack. Schauen wir uns das nochmal an. Was ist denn hier gerade für ein Metallteil aufgehoben? Was ist mal hier? Kalter Braten haben wir den genommen. Okay, Löffel. Ja, mit den Kräutern können wir vielleicht mal was anfangen. Können wir nichts nehmen. Okay. Ich frage mich, ob wir durch das Fenster durch können. Das wäre doch der einfachste Weg, den Mörder zu verfolgen. Anscheinend nicht. So, bist du Sira? Krin. Sarimar, benötigt ihr Material zur Ausübung der Kunst der GKs? Sarimar, ja bitte, zeigt uns euer Angebot. Yeah. Trifalei-Samenkorn, 1,5 Gold. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Magischer Gegenstand, 5 Gramm. Für die GKs, Magierin, die wir nicht bei uns haben. Danke, super. Was ist denn euer Beruf? Ich verwalte die Lagerbestände der GKs. Okay. Manipulieren, aha. Beim Versuch Toms, den Inhalt der Kiste zu untersuchen, wird der anwesende Lagerverwalter aufmerksam und sagt: Verehrte Gäste, dies ist kein Selbstbedienungsladen. Ich muss euch bitten, unsere Besitztümer in Ruhe zu lassen. Ja, ja, ist ja okay. Können wir ihn irgendwie rauslocken? Vermutlich nicht.
haben wir hier auf dem Schild? Alle werden müde. Ja, ja, gut. Auf dem Schild steht Arbeitszimmer von Fassir, Oberhaupt der GKs. Aha, vielleicht sollten wir das mal durchsuchen. Vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise. So. Was haben wir denn hier? Schriftstück. Anschauen. Ein Zettel. Nimm den mal bitte. Steht da irgendwas Wichtiges drauf? Lesen. Dieser Text ist nicht interessant. Nee. Bitte nichts aufnehmen. Danke. Bitte wegwerfen. Brauchen wir ja nicht mehr. Ja, wirklich wegwerfen. Schwupp. Die Gegenstände sind dann auch tatsächlich verloren, also hat man keine zweite Chance, sich die anzugucken. Ein Iskai Ringburg. Nehmen wir das auch mal auf. Da muss doch irgendwo irgendwelche Nachrichten sein. Der Text ist nicht interessant. Okay, dann das bitte wegwerfen. Yes, weg damit. Was haben wir hier? Eine Kiste. Auch uninteressant, wenn wir es nicht manipulieren können. Alles uninteressant. Hier haben wir noch Gegenstände auf dem Tisch. Da komme ich aber nicht hin, so wie es aussieht, oder? Nope, da kommen wir jetzt nicht hin. Nochmal einen Blick auf den Tisch werfen, da irgendwas Interessantes ist. Was haben wir da? Noch ein Notizblock. Das ist doch wahrscheinlich auch wieder vollkommen uninteressant, oder? Ja, ist nicht interessant. Ich glaube, hier finden wir nichts. Hier finden wir nichts. Hätte ja sein können. Alle werden müde. Was machen wir denn jetzt? Können wir hier rasten? Charakterbildschirm zum Anführer machen. Wie ging das denn nochmal? Vielleicht kann man nur draußen rasten. Selbst wenn sie müde werden. Uah, ein Dungeon. Sollen wir mal in den Dungeon runtergehen? Vielleicht finden wir da irgendwelche Hinweise. Oh, ist gar kein Dungeon. Fellbürste, was ist das hier? Das ist dem Geruch nach ein Fläschchen mit einer Würzflüssigkeit. Mitnehmen. Ein Behälter brauchen wir nicht. Kannst du den Schrank aufmachen? Haben wir einen entsprechenden Schlüssel? Jägerclan-Schlüssel, der wird wahrscheinlich damit nicht funktionieren, oder? Das ist nicht der richtige Schlüssel, natürlich nicht. Kann man das versuchen zu knacken? Damit kann man das Schloss nicht öffnen. Schade, brauchen wir also dementsprechend wirklich den Schlüssel dafür. Steht denn auf dem Schild? Das Schild besagt Schlafräume nur für Stri-GKs. Die Tür lässt sich nicht öffnen, sie ist verriegelt. Na super. Noch irgendwas? Nope. Naja, wie gesagt, wenn es jetzt zeitkritisch war mit dem Mördern, dann ist er jetzt natürlich über alle Berge. Das wäre natürlich übel. Das waren hier nochmal Toilettenräume oder so, ne? Aha, was haben wir denn hier? Kurzer Schreibstift braucht keiner. Das können wir eh vergessen. Ich dachte, uns ja eh wieder, das ist nicht interessant. Das hebe ich jetzt gar nicht erst auf. Kostet alles nur Zeit. Alle werden müde. Das ist natürlich ein Ding. Kommt man denn nochmal rasten? Ganz vergessen. Ich muss mal sagen, das ist aber ein riesiges Gebäude hier. Oh, die Küche. Hallo, guten Tag. Grüß Gott. Ja, servus. Können wir euch hier nicht reden? Zarima, ihr seid auf der Jagd nach Akias Mörder, nicht wahr? Findet die Wahrheit heraus und ihr werdet feststellen, dass Fassir und unsere Gilde unschuldig an dem Verbrechen sind. Ja, irgendwie kann ich mir auch nicht vorstellen, dass wir das damit zu tun haben. Ein Stofftuch. Nee, nope. Den Schrank können wir nicht öffnen. Nein.
das irgendwelche Auswirkungen, dass alle müde werden? Was haben wir hier? Noch so eine Würzfläche, nehmen wir einfach mal mit. Wer weiß, wofür es gut ist. Westen. Regira, die Heilerin. Regira, die Heilerin im Westen. Naja gut, wir müssen nichts geheilt haben. Es geht's gut im Moment. Ein Stirik kommt heran und sagt atemlos zu dir: Zarimadria, gerade ist ein Viehzüchter in der Stadt angekommen, der den Kengen Kamulos Mörder in die Ruine des alten Pharmazentrums hat gesehen. Gehen sehen. Das alte Pharma-Gebäude oder der alte Agim, wie manche sagen, liegt nordöstlich der Stadt, glaube ich. Ich war auch noch nie dort. Lass uns sofort dorthin gehen. Vielleicht schnappen wir die Kerle dort. Halt. Stopp. Nicht so schnell. Also, ein altes Pharma-Gebäude finden wir außerhalb der Stadt. Der alte Agim. Und das ist dann nordöstlich. Östlich. Außerhalb der Stadt. Das sind wieder Notizen, die ich nie im Leben nachher noch entziffern kann. Ich weiß nicht, ob wir da sofort jetzt wirklich hin müssen. Das ist ja im Moment eine Übersichtskarte hier. Schwupp. Ja, wo ist denn der Ausgang der Stadt? Wahrscheinlich irgendwo im Norden, oder? Offene Tür. Aus der Winde. Ich hatte doch wirklich irgendwo hier einen Kämpfer noch gesehen, einen Kampftrainer. Der wurde mir doch irgendwann gezeigt. Hier haben wir einen Händler. Sollten wir vielleicht mal hingehen. Kommen wir da hin. Aber hier hoch und dann Richtung Osten. An der Kneipe vorbei. So, Richtung Osten. Kneipe vorbei. Doof, dass es nachts ist. Sieht man wieder nichts. Die Kneipe war, glaube ich, hier an der Ecke, ne? Das müsste die Kneipe sein. Genau. Ich will jetzt hier hoch zum Händler. Also, ich muss ja auch definitiv noch den ersten Dungeon lösen. Da müssen wir ja auch noch rein. Da gibt es ja bestimmt noch irgendwelche tollen Sachen zu finden. So, sind wir jetzt beim Händler? Geschlossene Tür, geschlossene Tür. Da ist der Händler, ein Haus zurück. Anschauen, die Kunst des Kampfes. 8. bis 19. Stunde. So, gucken, ob wir da rein können, oder? Steht hier genau dasselbe. Halt, steht auf dem Schild. Zeig mir das Schild. Die Tür ist verriegelt und niemand reagiert auf Toms Klopfen. Das Geschäft hat wohl geschlossen. Ja, wie war es denn nochmal mit Warten? Wie viele Stunden warten? Warten wir mal 8. Das ist bestimmt auch hell. Sehr schön. Alle werden müde. Dieses Haus ist äußerst spartanisch eingerichtet. Zumindest der sichtbare Teil. Der Besitzer dieses Hauses ist fast schon eine Legende, zumindest unter den Stirek. Er spricht nie mehr als das Notwendigste und manche meinen, er sei ein wenig verrückt. Aber niemand weiß so viel über den Nahkampf und das Bogenschießen wie er. Yes. Das ist der Mann, den wir suchen. Da sitzt er ja. Fast nicht gesehen. Tom spricht den Iskai an, der untypisch für sein Volk mit stoischer Ruhe auf dem Stuhl sitzt. Wortkarg gibt der narbenbedeckte Iskai von sich. Ihr wollt wissen, wie man kämpft, Tom. Seid ihr bereit? Ja, trainiert mich. Gut, die Kunst des Nahkampfes oder des Fernkampfes. Den Nahkampf. Plötzlich kommt Leben in den alten Kämpfer. Blitzschnell steht er auf und geht mit Tom zu einer gepolsterten Kampffläche. Okay. Um wie viel wollt ihr eure Fähigkeiten verbessern? Um 7? Stopp. Der alte Kämpfer ist verärgert, verschwendet nicht meine Zeit. Er geleitet die Gefährten zur Tür. Nein! Ich wollte jetzt nicht bloß nicht das ganze Gold ausgeben. So, gehen wir den nochmal auf Nüsse.
Hallo! Ja, trainiert mich. Genau, den Nahkampf. Dann sagen wir einfach mal 3. 7 können wir auswählen, also wählen wir 3. 1, 2, 3. 7,5 Gold, jetzt. Ja, mach. Zom übergibt den Betrag und beginnt mit dem Training. Zom macht ein Übungsprogramm durch, das sich gewaschen hat. Er muss einige Prügel einstecken, erkennt aber am Ende, dass er gute Fortschritte gemacht hat. Es war lehrreich für euch, unterhaltsam für mich. Ihr könnt nun gehen. Können wir das Ganze mit Rainer auch machen? Mal gucken wir uns Zom an. Wie hat er sich denn jetzt verbessert? Trainingspunkte 12. Ich verstehe immer noch nie, was ich mit den Trainingspunkten mache. Irgendwo ausgeben. Meine Fähigkeiten. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß ja auch nicht, ob sich hier jetzt irgendetwas geändert hat. Ich denke aber mal, der Nahkampf hat sich verbessert, oder? Wir können ja mal bei Rainer gucken. Der hat Nahkampf 25. Wenn wir jetzt mit Rainer zu ihm hingehen und ihn ansprechen. Genau. Ihr wollt wissen, wie man kämpft, Rainer? Ja, trainiert nicht, richtig. Das hat jetzt nochmal gesagt, 25 habe ich gesagt, ne? Den Nahkampf. Das kennen wir schon. Auch mal um 3. Ach, der kann auch gar nicht viel mehr. Vielleicht, weil wir keinen Kohl mehr dabei haben. 7,5 Gold jetzt, ja. Bom, 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 bom. Trainier, trainier, trainier. Training, training, training. Sehr schön. Ah ja, 28. Nice. Wir brauchen nur richtig Kohle. Dann können wir uns hier zum Top-Kämpfer überhaupt ausbilden lassen. So, jetzt wollen wir da zum Anführer machen. Dann bitte raus. Dabei fällt mir ein, wir können auch mal gucken. Trier. Ah, Trier hat ja schon Nahkampffähigkeit 55. Super. Nächste Episode gehen wir in den Dungeon und dann probieren wir es nochmal. Genau. Dafür würde ich aber sagen, muss ich sowieso jetzt mal speichern. Die ganze Episode noch nicht gespeichert. Und in der nächsten Episode, wie gesagt, gehen wir dann halt in den Dungeon.